Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist Advent, die Zeit des Wartens auf jene Nacht, in der Gott als sterblicher Mensch zu uns Menschen kommt. Es sind die Wochen vor Weihnachten, in denen wir in jeder Woche eine Kerze mehr an unserem Adventskranz entzünden. Hier in Michel tun wir es sogar Tag für Tag, an jedem Tag etwas mehr Licht, das das Dunkel dieser Zeit und dieser Welt erhellt. An jedem Tag ein wenig mehr Achtsamkeit und Offenheit für den kommenden Gott und für die Menschen um uns herum, zu denen er genauso kommt wie zu mir. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziert ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn, gelobet sei mein Gott, mein Tröster, früh und spät. Dieses Adventslied ist über die Grenzen der Konfessionen hinweg eines der bekanntesten. Seine Eingangsworte sind angelehnt an den Beginn des 24. Psalms im Alten Testament, der am ersten Advent in den Gottesdiensten gebetet oder eben gesungen wird. Die Tore und Türen unserer Herzen sollen wir öffnen, damit Jesus Christus mit seiner Liebe, seinem Beistand und auch seinem Mitleid in unser Leben einziehen kann. Er durchschreitet die Tore dieser Welt, um für uns das Tor des Himmels zu öffnen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, ja Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heil'ger Geist uns führ und leit den Weg zur ew'gen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Thank you.
Lasst uns beten, wie unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine gesegnete und auch ruhige Adventszeit wünsche ich Ihnen allen. Geht hin im Frieden des Herrn. Es segne und behüte euch der Allmächtige und der menschenliebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.